Hallihallo, der Guso ist wieder am Start mit einer neuen Folge Clash Royale. Ich guck mal gerade. Ich will mal gerade sehen, wie ich gerade im Clan selber stehe. Oh, ganz weit hinten, ganz weit hinten. Also ich muss auf jeden Fall auf die 1000 ein. Ich meine, wie gesagt, andere werden sagen, ey, was, Alter, was? Der ist Level 6, warum nicht 1100? Ja, ich stelle mich da noch so ein bisschen komisch an. Aber mal gucken, wie das hier mit dem neuen Deck ist. Wie gesagt, ich habe die Pfeile ja rausgenommen. Ah, ich bin mal vorsichtig. Ich fange mal mit einer Low-Truppe an. Kann jetzt den Riese vorsetzen. Yep. Jetzt noch die Hexe hinten rein. Also er haut die Hexe rein, aber ich... Ah, ich probiere mal zu kontern hier. Ah, schade, die sind... Ah doch, er geht auf die... Los, aber ich weiß, dass der dieses Riesenskelett hier richtig, richtig ordentlich abliefert auf jeden Fall. Da geht jetzt richtig, das will ich jetzt kurz sehen. Alter, 500, waren das 500 Schaden? Alter, richtig ekelig. So, jetzt lasse ich die auch krepieren da. Jetzt kann ich aber besser kontern. Oh, da hat der Prinz nicht mitgerechnet, wa? So, jetzt kommt noch ein Schweinchen ran. Scheiße. Den hätte ich... Den Riese hätte ich gerne anders setzen sollen. Beziehungsweise gar nicht setzen sollen. So, jetzt habe ich aber einen Vorteil. Weil ich bin der Meinung, truppenmäßig müsste er relativ... Also elixiermäßig dürfte er jetzt nicht mehr viel haben. Zack, schnell den Bomber weggekillt, genau. Läuft und jetzt halt wirklich hier gleich Party. Gleich Big Party, alles rein, was geht. Und... Yep, läuft. Alter, gestern wurde ich so hart überrannt. Wirklich Riese gedroppt, dann noch eine große Truppe gedroppt. Und dann hat er schon den ersten Turm gleich am Anfang gehabt und dann so hart überrannt worden. Ging gar nicht. Ging gar nicht. 1055, weiter geht's. Wie gesagt, ihr wollt ja ein paar Angriffe hier sehen. Ich muss wirklich dazu sagen, zusätzlich beim Clash Royale, wie findet ihr denn das? Also beim Clash of Clans bin ich der Meinung, ist es ja wirklich so, you see, what you see is what you get, kann man jetzt mal so sagen. Also in dem Fall halt einfach, wenn ich sage, gut, okay, ich gebe oder ich hole mir Gems, kann ich die für das und das ausgeben. Das ist ja bei Clash Royale anders, muss man ja jetzt einfach mal so sagen. Weil wenn ich jetzt mir so eine Truhe halt kaufe, weiß ich ja nicht wirklich, was drin ist. Und ich kann ja totalen Müll ziehen. Und das ist halt so eine Sache, wo ich echt sage, das ist jetzt nicht so schön. Das finde ich bei Clash of Clans besser. Also da weiß ich halt, ich kaufe mir das, ich kann damit boosten zum Beispiel oder ich kann das damit machen oder das. Und das gefällt mir auf jeden Fall besser. Damit hat er hoffentlich nicht gerechnet. Und da wird er sich jetzt auch garantiert die Zähne dran ausbeißen. In Kombination natürlich mit meinem... Mit meinem Turm, der hier halt den Schaden verursacht hat. Das war Blödsinn. Das war von ihm eigentlich totaler Quark. Warum hat er da den Feuerball, der einfach mal 6 Elixier kostet, kostet, warum hat er den dafür verballert? So, jetzt kann ich schön kontern. Und ich hoffe, das passt mir auch ganz gut hier. Drache. Ja, genau. Der Drache war ja richtig schnell down. Jetzt schön den Bomber hier. Bam, Junge, bam. Directly in the face, Junge. Ah, der Ritter 5. Ja, okay, passt. Also, das ist noch chillig. Vorteil natürlich beim... Ah, Kacke. Komm. Kleinen Moment. Ja, Martin hier. Hi, hi. Achso, schicke ich dir kurz, weil ich bin gerade in der Aufnahme.
Okay, bis dann. Ciao, ciao. So, da bin ich wieder. Ah, ich glaube hier... nee, das geht noch, das geht. Ah, ich hab ganz verpeilt. Ah, obwohl, geht ja eh auf ein Kronenduell dann aus. Das ist ja dann vollkommen in Ordnung. Das passt. Und das sollte ich hier gewinnen, weil ich hier jetzt richtig Truppen habe. Wo hat er denn bitte den Feuerball hingesetzt? Sehr gut, die Kobolde kümmern sich hier echt richtig gut drum. Das Ding sollte ich nach Hause fahren auf jeden Fall. Jo, läuft. Sehr gutes Ding. Also das heißt wirklich hier jetzt, die Koboldhütte war halt echt richtig gut, dass die halt wirklich, dass ich den anderen Turm halt noch so ein bisschen beschäftigt hatte. Das ist cooles Ding auf jeden Fall. So, gucken wir mal, ob jetzt einer ein Testspiel wagen will gegen mich. Oh, da kriegen wir einen Anruf. Yeah, warte, Moritz, ich mach mal gleich Bildschirmübertragung an, weil ich hier schön in einem Clash Royale Spiel drin bin. Oh, Martin am Aufnehmen, am Spiel. Ja, natürlich. Ah, okay, Nova spielt gegen mich. Jetzt musst du mir Tipps geben. Also, erstmal natürlich warten. Ich muss die genau, erstmal schön warten. Kannst du. Und dann, ich würde mal sagen, King. Genau. King, ey, Riese. So. Okay, fängt da schon mal Bomber, würde ich jetzt hinter den Hinter den Riese. Genau, hinter den Riesen. Ja, okay, setzen. Passt. Kann noch ein bisschen Break. Oh, geil, Hexe gezogen, passt. Genau, so. Ah, gut, der macht halt die Hüttentaktik. Oh, das wird echt mies. Der Hüttentaktik ist echt. Ja, ich weiß, was du meinst. Extrem gut dagegen. Ja, ich weiß, was du meinst, klar, weil. Ah, ich hau jetzt einfach meinen Prinz. Bogenschützen, na, da hätte ich mir den Bogenschützen vielleicht eher gekontert, den Baby Dragon. Und ich würde auf jeden Fall auch von der anderen Seite angreifen. Ja, ich weiß, was du meinst, weil gegen die muss ich ja erstmal gegenkommen. Genau. Aber ich meine, er hat einfach mal 3 Hütten. Das ist natürlich echt mega krank. Also das bringt wirklich, versuch kurz ein bisschen Elixier zu sparen, deine Truppen werden da jetzt gut verteidigt. Und dann meinst du jetzt gleich von auf der rechten Seite. Vielleicht mit einem Riesen und einer Valkyrie, aber wirklich erst warten. Ja gut, jetzt ist halt. Ja, jetzt habe ich halt gesetzt. Das Ding ist halt jetzt hast du natürlich nichts hinter dem Riesen. Ja. Bomber vielleicht. Oder na, auf der anderen Seite musst du. Ich muss auch so ein bisschen verteidigen. Ich weiß, was du meinst. Ich hätte was hintersetzen müssen, auf jeden Fall. Im Moment einfach dann einen Moment länger warten. Aber guck mal, ich habe ihm schon 500 abgezogen. Aber jetzt musst du halt da drüben die Hexe auf jeden Fall setzen. Ja, rechts. Ja, genau, beim Knight, weil sonst macht er dir ordentlich zu viel Schaden. Der macht dir so schon ziemlich viel Schaden. Aber jetzt hat er schon mal seine Hütten nicht mehr, genau. Ah, scheiße. Ah, oh, das wollte ich nicht droppen. War versehen. Aber so ist es halt. Warte jetzt einfach mal, bis du wirklich schön Elixier hast. Gleich ist ja auch Double Elixier. Und dann will genau. Ich einfach mal eine Hütte setzen auf der einen Seite, um auf jeden Fall mal da so wenigstens ein bisschen zu verteidigen. Da jetzt auf jeden Fall die Bogen links? Schützen. Links? Achso, okay. Bogen ist rechts. Genau. Genau, klar, wegen dem Baby Dragon und die Dings hier. Auf der anderen Seite die. Den Riesen zum Verteidigen. Okay, die. Da jetzt Bomber auf jeden Fall hinterher. Hinterher, okay, super, okay. Und Knight vielleicht. Ja, Knight vielleicht jetzt sogar auf der anderen Seite lohnt sich nicht. Aber da jetzt vielleicht tatsächlich. Ah, guck mal hier, jetzt will er hier wieder. Ah, ja, ich weiß. Ich habe einfach mal gekontert hier mit den Sperrkobolden. Ah, okay, down. Ah, schade. Die dumme Sau. Ja, schönes Ding. Ja, ach komm, hier, ich hau hier rein. 30 Sekunden. Und jetzt YOLO, ich mach einfach jetzt links komplett. Hexe hinterher, komm. Alles hinterher gebasht. Hexe. Oh, scheiße, jetzt kommt seine Truppe hier. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Setz doch die Hexe auf der anderen Seite. Du musst jetzt echt einen Turm holen. Ich weiß. Ja, das wäre natürlich mega geil. Das wäre awesome. Sonst. Komm hier. Aber ich glaube, er will dir keine Chance mehr geben an der Stelle. Ja. Er will mich einfach leiden sehen. Ja, guck mal hier. Ah, ja, aber 4, 3, 2, 1. Nee, das wird nichts mehr. Schade. Aber okay. Ja, so ist das. Wenn man hart in den Sack bekommt. Vom Mitspieler. Dann gehen wir nochmal auf einen normalen Kampf. Da kannst du mir nämlich richtig gut helfen, bestimmt. Oh, mal schauen. Level 6 gegen Level 6. Ja, du bist ja auch schon Level 6. Stimmt. Ja, schon. Ja, mein zweiter Count ist erst Level 4. So, erzähl. Ich würde mal sagen, das Kleine erstmal vor, genau, oder? Genau, einfach mal ganz vorne die setzen. Die machen vielleicht schon mal ein bisschen Schaden. So, dann und jetzt? Ich einfach die Hütte setzen. Genau, Hütte, genau. Und jetzt einfach wieder warten. Und jetzt warten, bis halt ein bisschen voll ist, dass ich dann wieder Riese und noch ein
Ding. Ja, was sagst du, Riese und was als Combo? Also ich würde Riese ganz, ganz hinten setzen, ganz, ganz hinten, nah Ah, am Griff, jetzt. Nee, damit doch, ich jetzt ganz hier, genau. oder? Ja, der Riese sollte jetzt vor. Oh, jetzt Ballon. hier auf jeden Fall Musketieren wegen dem Ballon alleine schon. Bogenschützen noch. Ja, genau. Bogenschützen noch, weil Die der habe ich Ballon jetzt wird nämlich sie in nicht mein Deck mit downgraden. reingenommen wieder. Ich hatte nur die Pfeile und stand Boah. halt wirklich da, sobald halt einer wirklich Boah. angegriffen hat, mit, oh, böse, alle Truppen noch Oh, reingerannt. Glück gehabt. Aber na, und jetzt vielleicht noch Prinz hinterher auf der Okay, Seite. ja, klar. Und Okay. jetzt die Frage, die, weil ich, wie gesagt, Ja, da Mist, saß aber. und die Mist, Pfeile aber. hatte. Muss in die Und dann Ecke saß kommen. ich halt da, sobald eben einer irgendwie was Luftmäßiges bei hatte, habe ich total die Sehr Arschkarte schön. gezogen. Ja, genau. So, jetzt will ich die Hütte vielleicht mal vor den Die Turm zweite. setzen. Nein, 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 nein. Nee, die muss dahinter. Nee, nee, weil wenn er jetzt einen Ballon hat, geht der Ballon erstmal auf Ja, die Hütte und okay. die Ja, okay. Hütte juckt dich ja im Endeffekt nicht. Kannst du ja wieder So, setzen. jetzt kann ich wieder warten. Und dann Genau. Die wieder. Hexe musst du auf jeden Fall erstmal wegbashen oder du setzt halt jetzt mal den Riesen ganz, ganz hinten in die Base, ganz hinter Okay. deinen Königsturm, Ja. genau. Jetzt hast du nämlich jetzt Zeit, bis der Riese da vorne ist, dass du noch Truppen hinterher setzen kannst. Okay. Gut, da würde ich jetzt die Hexe in dem Fall setzen. Hinter? Beeil dich, beeil dich, beeil dich, Okay, sonst ist dann. Giant Skelett nämlich an deinem Turm und die Bombe macht Ja, extremst viel ich weiß, Schaden. ja, richtig übel. Oh, die Hexe wird jetzt wahrscheinlich. Oh, ist es. Ne, das Die geht sollte. rein. Ja. Gut, aber er hat den nicht. Upp, das müssen. Ja, gut. Abgewehrt, Junge, Ja, abgewehrt. sehr schön. Du hast auf jeden Fall gerade noch den Vorteil. Hütte jetzt mal nach vorne setzen, Hütte nach vielleicht. Er hat. vorne, ja. Ja, versucht die Hütten am besten in die Mitte Ah, okay, kein der Thema. Base zu Okay, setzen, so gut, in der gut, dass du es Base. sagst. Wie Weil gesagt, im da. Endeffekt fliegt dann nämlich der Ballon in die Mitte und wird von beiden Türmen beschossen. Und danach geht Okay, der down und deshalb gerade okay. nicht konzentriert. So, jetzt hier, komm. King vielleicht, den Knight vielleicht. Ah, nee, jetzt nicht mehr. Nicht? Jetzt. Okay. Nee, Was nee, sagst du jetzt jetzt? ja, das Giant Skeleton hinterher. Ich würde vielleicht einfach mal von jetzt einen Riesen setzen. Riese, okay. Riesen. Und jetzt warten, weil das Giant Skeleton wird ja jetzt explodieren, Nee, sonst fliegen die richtig? dann Also, wenn ich hinterher. jetzt kleine Truppen hinterher setze, bin ich am Arsch, Jetzt genau. vielleicht. Die Goblins gegen den Mini-Packer, der macht nämlich extrem viel Schaden sonst. Die Mi Hütte in die Mitte, Hütte in die Mitte. Okay, ja, super, super, klar, kein Thema. So, der Ballon sollte gerade noch Ah, sehr abstürzen. geil, gutes Ding. Vielen Dank dafür, für den Tipp. So. Okay, gut, der ist jetzt leider nicht ganz gestorben, aber der sollte nicht mehr deinen Turm bekommen. Sehr gut. Riese So, und jetzt. vor. So, jetzt vielleicht Hex hinterher oder, ne, Ich hau doch, Hex Hex hinterher, wenn hinterher. du da Und jetzt auf der saß. anderen Seite setzen wir auf der anderen Seite den Knight. Auf Den der Knight, anderen Seite okay, den ja, Knight. okay. Weil wenn er jetzt da die ganze Zeit Ja, verteidigt, wenn er dann jetzt die rächt ganze er Zeit jetzt vielleicht beschäftigt den ist, Knight. könnte es sein, dass wir ihn. Und hier nochmal hinter. Kleinzeug hinterher. Einfach, dass die Hexe nicht so schnell Na, down Mist, ist. er hatte den Mini-Packer. Hütte wieder in die Mitte. Nicht, dass er da Kriegen mit wir hin. seinem. Ja, okay. Aber das ist eine gute Taktik schon mal mit der Hütte in der Mitte. Und was ich echt sagen muss, ist, Stimmt. Die Hexe wird die dann Hexe hinterher. auf 2 ist so ein Unterschied im Gegensatz zur Einser-Hexe. Das ist ja so Oh shit, die Hütte hardcore. ist down gegangen schon. Oh, der Ballon, oh, der Naja, Ballon, aber der ich habe ja Ballon. noch 900, das passt ja, das ist ja Oh, okay. der ist sowieso noch gerade so gestorben. Du kommst nicht zu seinem Turm, er kommt nicht zu deinem Turm, irgendwie so ein bisschen. Nee, ich Da merke das, ja. wäre die Hexe jetzt vielleicht ein bisschen besser gewesen gegen die ganzen kleinen Skelette. Ah, okay, also Hexe gegen Skelette ist gut, ja. Ja, die Okay. macht halt Flächenschaden. 8 Sekunden. Und hier natürlich jetzt. Oh, das sieht nicht so aus, als würde es irgendwas werden für irgendeine Seite. Ja, klar. Ja, gut. Kampf vorbei. Ja. Immerhin, ich habe mich ja schon mal. Es ist ja schon mal schön, wenn ich verteidigt habe. Ja, Das passt ja schon mal. besser als verdient. Besser als Besser verdient, als. sehr schön. Genau, richtig. Besser Besser als als verordnet. verdient, Ich habe gerade so einen natürlich. Kommentar gelesen, ne? Und danach war ich irgendwie in einer anderen Das Stimmung. war's erstmal von mir. Wenn ihr. Ja, guckt gerne beim Disiacs vorbei. Ich habe es im letzten Video ja schon gesagt. Weil der ja so ein bisschen Clash Royale ein bisschen auf Tasche hat. Ein bisschen. Und wie gesagt, er ist dauerhaft bei mir verlinkt. Und dann war's das auch schon. Dann haut mal rein. Bis dann. Genau.